Hallo Bienenfreunde. Ich hatte es ja schon mal angekündigt, heute wird wieder was gebaut. Und zwar probiere ich heute mal einen Dampfwachsschmelzer in einer recht preiswerten Variante herzustellen. Da geht erstmal ein herzlicher Dank raus an meinen Imkerlehrer Peter Gruner, bei dem ich den Imkerkurs mache, jetzt schon im fortgeschrittenen Kurs. Also ich kann es jedem nur empfehlen, macht einen Kurs, am besten beim Peter. Das ist super, da kriegt man nämlich nicht nur einen Haufen Fachwissen, man kriegt auch geile Tipps. Könnt ihr mal googeln, Imkerei Dampfwachsschmelzer, da kann man schon mal locker so 300 € hinlegen für einen. Also das ist ganz problemlos. Und ich probiere das jetzt alles ein bisschen preiswerter hinzukriegen. Deswegen habe ich mir hier so ein Fass besorgt, eBay Kleinanzeigen für 15 €. Na, hier mit Deckel, dann richtig schön zumachen. Dann habe ich mir besorgt Lochgitter. Das ist quasi ein Einsatz, der kommt dann hier rein, relativ weit nach unten. Da werde ich dann noch hier so Schrauben unten ran machen, also so befestigen, dass das dann am Ende sozusagen so hier stehen kann. Ne? Dass das näher nach unten durchrutscht, mache ich hier noch so ein paar Schrauben als Füße sozusagen ran. Und dann wird das hier reingestellt, so ungefähr auf die Höhe. Dort kommen dann die Rähmchen drauf. Ja, und dann habe ich mir hier noch so einen kleinen, ach so, das kam oben, 15 € ungefähr, 14 irgendwas. Habe ich schon zugeschnitten. Und dann habe ich hier noch so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So ein Ventil, keine Ahnung, zum Auslass. Das kommt dann hier relativ weit unten ran, wird innen noch verschraubt, ja, dass das schön fest hier an dem Metall dran ist. Auch zum Auf- und Zumachen, dass man sozusagen, wenn dann am Ende kommt quasi hier oben in den Deckel oder hier oben an die Seite, das weiß ich noch nicht ganz genau, kommt dann für heißen Dampf so ein Einlassloch. Und damit dann der heiße Dampf schön hier drin ist, das ist ganz gut, dann würde ich das Ventil erstmal ein kleines bisschen verschließen, dass nur ein bisschen Dampf rauskommt, dass ja auch ja, der ganze heiße Dampf möglichst lange drin ist. Ja, und dann am Ende wird es aufgemacht und dann kann hier das Wasser und das Wachs herausfließen. Ja, soweit zum Plan. Ich fange jetzt an mit der Bauerei und melde mich dann gleich wieder, wenn ich soweit bin. Bis dann. So, Bienenfreunde. Ich denke, das Gröbste ist geschafft. Ja, hier unten der Auf- und Zuhahn ist dran. Und hier innen drinnen, müssen wir mal gucken wegen der Beleuchtung. So, hier drin ist jetzt das Gitter. Und bei den Schrauben seht ihr, dort sind quasi unten dran die Schrauben. Die gehen bis zum Boden, so wie kleine Füße. Dass das Gitter nicht direkt am Boden liegt. Nur ein Stück höher, über dem Auslauf. Und auf das Gitter kommen dann die Rähmchen. Ja, also das ist dann der Plan, dass die Rähmchen dann hier so reingestapelt werden können. Ja, dann Deckel drauf, dann kommt der Dampf rein. Und dann schmilzt hoffentlich das Wachs. Und kommt dann hier unten rausgelaufen und dann kommt hier ein kleiner Eimer oder irgendwas drunter, damit das dann wieder aufgefangen werden kann. Genauso kann man dann, wo habe ich denn das hier? Immer wenn ich was an den Völkern mache, da bleibt ja dann auch immer so ein bisschen Wachs übrig. Hier habe ich dann hier immer diese Wachskugeln. Ja, die würde ich dann genauso mit einfach hier reinlegen und dann zu einem schönen Wachsblock mit verschmelzen. So, jetzt gehe ich mal gucken. Ich hatte irgendwo bei den Schwiegereltern so einen Dampfstaubsauger gesehen. Und da will ich mal probieren, ob man mit so einem Dampfstaubsauger hier auch genug Dampf erzeugen kann, dass das funktioniert. Und den gehe ich jetzt mal testen. Und wenn das funktioniert, machen wir dann gleich mal einen kleinen Probelauf. So, Bienenfreunde, es ist vollbracht. Ich habe jetzt hier diesen Dampfstaubsauger noch geholt. Und ihr seht schon, es geht schon los. Habe jetzt hier oben mit dem Deckel, habe ich noch ein Loch reingemacht. Und ihr seht ihr, das wird schon schön heiß. Ja, tropft noch ein bisschen, aber das ist alles nicht so wild. So, das kommt jetzt hier oben ins Loch rein.
So. Und jetzt macht der Dampf halt schön hier in das Fass. Das wird dann schön aufgeheizt. Und im Idealfall macht dann der heiße Dampf, schmilzt ja das ganze Wachs. Und dann kommt das am Ende hier unten wieder rausgelaufen. Da kommt dann, stelle ich dann irgendwas Schönes drunter. Genau. Und dann kommt hoffentlich da das Wachs raus. Ich weiß, das ist jetzt nichts hier für den Profi-Imker mit 30 Völkern, aber für mich, so für die kleine Hobby-Imkerei, wenn ich da mal ein bisschen was einschmelzen will, da ist das, denke ich, ganz optimal. Ja. Der finale Test dazu, das werde ich heute nicht mehr schaffen, jetzt wirklich hier auch noch Wachs und Rähmchen reinzutun. Das schaffe ich heute nicht mehr, aber da mache ich nochmal ein separates Video davon, wie das lief. Ja, und ansonsten Wareneinsatz fast 15 Euro. Dieses Dingsbums hier zum Zumachen 15 Euro und auch das Metall innen drinne 15. Sind wir bei 45 Euro. Denn das Dampfding hat mich jetzt gar nicht gekostet. Aber die gibt es auch bei eBay Kleinanzeigen, habe ich schon gesehen. Also Tapeten, Dampfablöser, die gibt es so für 20. Also sage ich mal so roundabout 65, 70 Euro muss man investieren. Und dann kann man sich so einen Dampfwachsschmelzer selber basteln. Ja, besser als 300 Euro bei so einem großen Verkäufer. Ja. Das war's von der Marke Eigenbau für heute. Einen schönen Tag euch, Bienenfreunde. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.